Glücklicherweise war Diaz auch der Verbindungsmann mit der Organisation auf der Erdoberfläche. Wir haben die vorübergehende Aufnahme deiner Erinnerungen in einem Speichergerät vorgenommen und ein Programm in dein Gehirn eingepflanzt, das es dir ermöglicht, in der Gestalt von Diaz die Pläne des Feindes zu durchkreuzen. Den Rest hast du gerade erlebt. Die VIPs, die dem Präsidenten der Nation, die sich über uns befinden, nahestehen, und viele andere wichtige Leute in seiner Umgebung wurden bereits durch Klons ersetzt. Klone! Das Schicksal des Planeten wird sich schon bald ändern, aber wir können leider nichts mehr tun. Boah, ist das ein Gebrabbel jetzt, das reicht doch. Ich verstehe immer noch nur Bahnhof. Wir können noch nur dir... Nur noch... Leck mich doch am Arsch, jetzt bin ich auch noch blöd. Wir können nur noch dir, einem Eingeborenen dieses Planeten mit aller unserer Verfügung stehender Kraft helfen. Ich möchte nicht überheblich klingen, aber ich übertreibe nicht. Also, du bist die letzte Hoffnung, diesen Planeten zu retten. Vielleicht ist sie auch Teil der Vorsehung des Allmächtigen, dass dieser Planet von einer neuen Macht beherrscht wird. Wenn wir hier sterben müssen, ist dies vielleicht auch unser Schicksal. Das Ende der Sache ist auch der Anfang einer anderen und nicht mehr. Gott, jetzt wird er noch philosophisch und melodramatisch und jetzt geht mir aber der Schuh auf. Vermutlich ist es Bestimmung, dass wir mit dir zusammenarbeiten und gemeinsam kämpfen müssen. Anfang und Ende sind stets in einem nie endenden Konflikt miteinander verbunden. Wir geben dir alle Hilfe, die du in einem nie endenden Konflikt miteinander verbunden. Was? Okay, da habt... Also, die Scheiße, die ihr baut, wird ja immer größer. Johnny, ich werde jetzt deine äußere Erscheinung wiederherstellen. Ja, dann mach mal. Auf diese Weise werden wir dir deine eigene Persönlichkeit zurückgeben. Super. Also, mir hat der Diaz eigentlich besser gefallen. Ich habe jetzt eigentlich überhaupt keinen Bock auf den Johnny. Der sieht scheiße aus. Ich werde die Diaz-Beschichtung entfernen, mit der du überzogen wurdest. Aber keine Sorge, es tut nicht weh. Eumel, Eumel, Eumel. Ich werde zur Frau. Ach, das ist die komische Tante da, die uns angeblich erkennt und keine Ahnung. Das Spiel ist ja übrigens auch von Konami, ne? Und fällt euch eigentlich auf, dass die Tussi hier genauso aussieht wie die Meryl aus Metal Gear Solid? Wir haben endlich getan, was getan werden musste. Jetzt dürfen wir nicht vergessen, ihm zu erzählen, dass er den feindlichen Schutzanzug unter der Beschichtung trägt, um den Diaz zu entsprechen. Was? Warte! Oh nein! Es kommt jemand! Was machen wir nur? Ha! Ihr antiquierten... Garantuans. Ihr denkt vielleicht, dass ihr euch vor uns verbergen könnt. Aber ich habe euch die ganze Zeit beobachtet. Aber es ist so etwas es ist etwas ungewöhnlich. Warum solltet ihr Diaz helfen? Ihr habt etwas vor. Habt ihr euch etwa eingebildet, dass ein Hybrid, der seine Erinnerung verloren hat, euch nützlich werden könnte? Nun, es macht keinen Unterschied. Übergib mir Diaz. Jetzt. Ach, die wollen den echten Diaz. Wenn man nur daran denkt, dass du so endest, von diesen hilflosen kleinen Gargantuans. Da liegt mich doch alles am Arsch eingefroren. Pathetischer Mann. Ich habe keine Ahnung, warum Hunter diesen Schwächling nicht loswerden will. Natürlich war er bis vor einigen Tagen von großer Bedeutung. Raus mit ihm. Und den Diaz könnt ihr ruhig haben, das ist mir eigentlich schnurzpiep egal. Ich will in Ordnung haben. Und ihr alle kommt auch mit mir. Ihr könnt mir in einer etwas angenehmeren Umgebung erzählen, was ihr vorhattet. Ich steck noch in der Flüssigkeit. Also es wäre ganz freundlich, wenn ihr vielleicht vorher irgendwie noch so kurz...
Dies zeigt wieder einmal, dass man stets auf der Hut sein muss. Diese Gargantuans sind vielleicht hilflos, aber dumm sind sie beileibe nicht. Wir sollten uns besser überlegen, sie für alle Male auszulöschen. Aber zunächst müssen wir hier erst einmal aufräumen. Mit aufräumen nimmt er wahrscheinlich, meint er wahrscheinlich eine Bombe. Autsch. Aber wir sind da. Schwuler denn je. Ja, da rein, ne? Boah, warum sehe ich jetzt so schwul aus? Uah. Oh Gott, sieht der bescheuert aus. Ich will sofort wieder Dias sein. Na, gehst du jetzt mal da ran? Dankeschön. Yay, voll Energie. Speichern, ja. Ich bin schon Level 9, Okay. Können wir jetzt irgendwas anderes? Es scheint alles beim Gleichen geblieben zu sein, Gott sei Dank. Oh, Karte ausgemacht. Versehen. Was ist das denn? Minibomben oder was ist das? Alter! Bin ich jetzt erschrocken. Die explodieren also sofort bei Berührung und ziehen gleich mal doppelt so viel ab. Oder nee, Quatsch, ich glaube viermal so viel. Scheiße, das ist so ein Vieh wie in dem Terrarium war. So ein Pferdemix, irgendwas. Pferdehackfleischmix. Oh, Scheiße. Ja, das da ist jetzt gerade ziemlich blöd, was ich mache. Ja, eben. Oh, wow. Ich will ein Combo machen. Ich will eine Combo machen. So, jetzt kommst du her. Jetzt mache ich eine Combo und zwar meine berühmte Kick-Kick-Combo. Boing! Boing! Nur, dass du Bescheid weißt. Scheiße, Step. Da lang. Oh, ouch! Uppercut. Und ja, ja, toll. Super. Take voll. Ne, Escape. Ich probier's einfach. So, darf ich jetzt auch mal wieder oder greifst du jetzt direkt wieder? Bridge Suplex. Ah, ich darf also. Gut, ich. Was? Ich hab doch gedrückt! Scheiße! Boah! Das nervt! Ich will jetzt auch mal Attacke machen! Ich will auch mal König sein! Kick, Kick, Combo. Bäume. Bäume. Ui, ui, ui. Yeah, alles hoch. Uppercut, Uppercut, Bridge Suplex, front, Low Front Kick. Ganz viel tolles Neues. Oh. Also langsam aber sicher werden die Gegner ganz schön asozial. Und ich habe so das Gefühl, dass das Spiel so langsam ausgeschöpft ist an Ideen und Neuheiten, die kommen könnten. Das heißt, ich habe nicht mehr viel, auf das ich mich so besonders freuen könnte oder was mich überraschen könnte. Und dann sitze ich da und hey, wow, fantastisch. Ich glaube, da kommt nicht mehr viel. Ich glaube, jetzt muss ich einfach damit leben, wie das Spiel mir hier seine Grütze vorwirft. Da komme ich her. Da will ich hin. Denn ich bin ja nicht von Dumbach. Aber die Optik macht dann auch klar, warum... die Erklärung macht auch klar, warum die Optik so komisch ist. So rum wollte ich sagen. Weil es ist ja Alien, ne? Okay, da geht ein Raum weiter. Kämpfen wir mal mit dem Schwein. Folgt! Ah, nee, Combo. Ich mach ne Combo. Ach, jetzt macht er wieder seinen Angriffskraft-Hochdingens.
Warum steht da überhaupt Nothing da? Könnte ich das irgendwie blocken? Und wenn ja, wie? Oh, jetzt will er es wissen. Ja, klar. Probier es einfach mal mit Ausweichen. Sehr schön.